Willkommen zurück. Schön, dass du da bist zu diesem Ankündigungsvideo. Da ich ein großer Fan von Transparenz auf diesem Channel bin, möchte ich dich über eine kleine Änderung informieren, nicht, dass du verwirrt bist. Es wird einen designtechnischen und einen inhaltstechnischen Umschwung geben in diesem Channel. Keine Sorge, die Flirtinhalte bleiben natürlich weiterhin und sind weiterhin auch Kern dieses Channels. Aber meine Marke möchte ich umbranden. Warum, sage ich dir gleich. Also ich möchte meine Marke verändern. Weg von Tim Enderwolzen, noch mehr Erfolg mit Frauen, hinzu, und das wird der neue Markenname sein, Manpower, Männlichkeit, nee Quatsch, Manpower, Flirten, Männlichkeit, dein bestes Selbst. Das neue Logo blende ich dir hier oben ein. Habe ich mir vom Designer machen lassen, finde ich großartig. Das heißt, dieses Logo wirst du in Zukunft auf dem Channel finden und auch in allen anderen Dingen, die du von mir bekommst. Manpower wird das neue Logo sein und auch das neue Motto dieses Channels. Und ich möchte dir kurz in diesem Video erklären, was damit auf sich hat und was du in Zukunft erwarten kannst. Also, ich wollte das Ganze rebranden aus verschiedenen Gründen. Zum einen möchte ich diesen Channel gerne um diese Aspekte erweitern, nämlich hauptsächlich um den Dein bestes Selbstaspekt. Denn was ich gemerkt habe, immer mehr in meinen Coachings, ist, dass ich mit den Leuten nicht nur Flirten mache, sondern auch Gesamtleben-Coachings. Also ich gucke, wie stehst du im Leben als Mann und was können wir da machen, wie kannst du aufs nächste Level kommen. Denn, und das sage ich immer wieder, Aussehen, Muskeln und Geld sind nicht so wichtig und du kannst auch ohne diese Dinge Erfolg bei Frauen haben, und ich stehe weiterhin hinter dieser Aussage. Aber warum solltest du dir absichtlich Steine in den Weg legen und dich nicht mit diesen Dingen beschäftigen? Das hilft natürlich nur. Ist ja klar, dass jemand, der gut mit Frauen ist, nicht so erfolgreich mit Frauen ist wie jemand, der auch gut mit Frauen ist, auf dem gleichen Level, aber dazu noch viel Geld hat, gut aussieht und muskulös ist, okay? Der ist natürlich wahrscheinlich erfolgreicher mit Frauen. Das ergibt sich wahrscheinlich auch für dich. Das ist ja auch korrekt so, denn er hat einfach auch mehr getan. Und deswegen denke ich, dass man sich all diese Aspekte angucken sollte. Das mache ich mit meinen Coaching-Teilnehmern und das möchte ich auch verstärkt auf diesem Channel machen. Wie gesagt, der Kern bleibt weiterhin Flirten. Das hast du ja in den letzten Videos auch schon ein bisschen gesehen, wo es dann mal um andere Thematiken ging, wie zum Beispiel Geld oder wie man als 16- bis 30-jähriger Mann am besten mit dem Thema Dating umgehen soll. Also ich möchte das Ganze einfach ein bisschen erweitern, damit du noch mehr davon hast, noch mehr Wert daraus mitnehmen kannst. Denn dieser Flirt-Aspekt alleine ist eben, also wenn du wirklich erfolgreich mit Frauen werden willst, wenn du es wirklich auf die Spitze treiben willst, wenn du ein richtig geiles Leben führen willst, wo Frauen auch automatisch schon angezogen werden und dann auch von dir als Persönlichkeit zusätzlich angezogen werden, dann musst du dich mit allen Aspekten auseinandersetzen. Und ich denke, das liegt dir ja auch nahe. Also du willst sicherlich nicht jemand sein, der von morgens bis abend auf der Straße rumrennt und Frauen anspricht, nur um dann mit mehreren Frauen die Woche zu schlafen und dann irgendwann mit 35 festzustellen, dass du weder irgendwie was im Beruf gerissen hast, du bist nicht mehr, dein Körper ist nicht mehr fit, du bist finanziell irgendwie am Arsch und deine Freunde und Familie hast du dich auch nicht gekümmert, aber du hast halt viele Frauen. Ja, es ist halt auch nicht das, wo ich mit dir hin will. Und deswegen möchte ich das in dieser Isoliertheit auch nicht mehr unterrichten. Also ich möchte nicht mehr nur flirten. Ja, ich möchte da mehr hinzufügen. Das heißt, dass ich auch in Zukunft, aber eher in ferner Zukunft, auch mal andere Leute auf den Channel holen werde. Nicht Leute, die mich ersetzen, sondern einfach Leute, die zum Beispiel mehr Ahnung haben von ich zu gewissen Themen. Und dann gibt es da vielleicht mal ein Interview zu oder sowas. Aber das ist gerade noch so mehr so eine Kopf- und Überlegungssache, dass ich das mache. Das heißt, da denke ich gerade noch drüber nach. Allgemein ein paar Videos zu anderen Themen auch mal werden kommen. Und der zweite Grund dafür, dass ich das umbrande, ist, dass ich das von mir persönlich wegbranden möchte. Also ich möchte nicht, dass es Tim Enderwolzen heißt, denn wenn es Tim Enderwolzen heißt, dann bedeutet das, dass ich für immer mit diesem Projekt verknüpft bin. Ja, und irgendwann, vielleicht in 10 Jahren oder was auch immer, wenn das Ganze weiter gewachsen ist, möchte ich vielleicht mich auch so ein bisschen rausnehmen, möchte Leute einsetzen, die ein bisschen frischer mit der Materie unterwegs sind, und dann machen die vielleicht Videos auf diesem Channel. Wie gesagt, das ist ein Langzeitding, das ist eine Langzeitüberlegung, hat jetzt keine sofortigen Auswirkungen hier auf diesen Channel. Nur möchte ich halt die Möglichkeit haben, mich da theoretisch ein bisschen rauszunehmen, falls ich das möchte oder falls ich sehe, dass andere Leute da einfach gerade viel besser unterwegs sind und ich mir denke, okay, die können euch hier viel Mehrwert liefern. Aber wie gesagt, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird das, also es wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren höchstens relevant, deswegen für dich wahrscheinlich komplett irrelevant. Aber diese Möglichkeit möchte ich mir einfach offen halten. Plus die Themenerweiterung, das ist der Grund für das Umbranding. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst, und dann sehen wir uns zum Donnerstag-Video wieder. Ganz klassisch kannst du da wieder ein Video von mir erwarten zu einer sehr interessanten Thematik, nämlich einen der Hauptgründe, warum du vielleicht keinen Erfolg bei Frauen hast. Was das genau bedeutet und wie du dagegen vorgehen kannst, erzähle ich dir im Donnerstag-Video, deswegen unbedingt einschalten. Freue mich, dich dann zu sehen. Bis dahin, ciao.